Wohin soll die E-Mail? Das habe ich jetzt nicht verstanden. An essen@seebrücke.org. Ne? Ja, genau. Okay, ich sag oft.de. Dann sag du da, genau. Ich übernehme das immer. Okay, gut. Ja, dann wartet der Claudio jetzt auf die Ansage. Sollen wir, ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mit der Veranstaltung an. Claudio, ich werde jetzt begrüßen. Liebe Anwesende an den Bildschirmen, ich möchte Sie und euch ganz herzlich zur Veranstaltung der Seebrücke, neue Perspektiven in der Asylpolitik, hier begrüßen. Mein Name ist Gabi Wieseke und ich arbeite in der Seebrückengruppe Essen seit langem mit. Ja, wir haben bei der Planung nicht geahnt, wie aktuell das Thema jetzt geworden ist in den letzten Tagen angesichts des verheerenden Krieges in der Ukraine. Mehr als 1 Million Leute, wahrscheinlich inzwischen noch mehr, sind auf der Flucht. Der UNHCR spricht davon, von einem Exodus, dessen Umfang in diesem Jahrhundert einzigartig ist. Ich denke, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen und auch das nochmal einordnen in die Asylpolitik insgesamt. Zunächst möchte ich aber unsere beiden Gäste begrüßen. Frau Professorin Gesine Schwan. Frau Schwan, Sie sehen es mir nach, wenn ich nicht alle Ihre Verdienste und Ehrungen aufzählen kann. Nein, deswegen versuche ich das auch gar nicht erst. Es würde den Rahmen an dieser Stelle sprengen. Aber für uns entscheidend ist ja nicht das, was Sie an Ehrungen bekommen haben, sondern das, was Sie aktuell tun. Und Ihr Engagement, was Sie an den Tag legen für eine, ich nenne das mal, humane europäische Flüchtlingspolitik. Darüber werden Sie gleich berichten. Es geht dabei auch um eine Plattform, die Sie ins Leben gerufen haben, Humboldt-Viadrina Governance Plattform, über die das Ganze auch weiterentwickelt wird und vorangetrieben wird. Gemeinsam mit der Leiterin dieses Projektes, Julia Fellin, werden Sie uns gleich darüber berichten. Uns interessiert eben vor allen Dingen die kommunale Aufnahme Geflüchteter. Zunächst aber wird Josta Ricke, die bei der Seebrücke von Anfang an aktiv mitarbeitet, nochmal darstellen, wo wir im Augenblick in Essen stehen, denn Anlass dieser Veranstaltung, dieser Diskussion ist auch, dass wir immer wieder Anläufe gemacht haben, dass Essen sich zum sicheren Hafen erklärt und leider bisher, ich sag mal, vor die Wand gelaufen sind und so ein bisschen in der Sackgasse gelandet sind. Bevor ich Josta jetzt das Wort gebe, einige Hinweise zum Ablauf der Veranstaltung. Die Veranstaltung wird sowohl über Zoom als auch über YouTube kann man sie besuchen. Wer hier über Zoom teilnimmt, kann sich melden im Chat, indem er so ein kleines Sternchen setzt, dann haben wir den Namen und sich später aktiv an der Diskussion beteiligen. Für alle, die über YouTube und über Zoom sind, besteht aber auch die Möglichkeit, schriftlich Fragen oder Kommentare, Diskussionsbeiträge zu geben in den jeweiligen Chatfunktionen. Wir werden das aufgreifen und in die Veranstaltung einspielen. Ein letzter Hinweis, die Zoom-Diskussion, die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet und soll auf YouTube weiterhin zur Verfügung stehen. Wer nicht möchte, wenn er sich aktiv beteiligt, wer dann nicht möchte, dass sein Bild erscheint, sein Name erscheint, den bitten wir, sich in der Chatfunktion zu beteiligen und nicht eben mit seinem Gesicht aufzutauchen. So, jetzt frage ich nochmal, habe ich was Wichtiges vergessen, was die technische Seite angeht?
Okay, dann, ich habe gerade schon ein bisschen was zum Ablauf gesagt. Ich glaube, das muss ich an dieser Stelle nicht wiederholen. Dann gebe ich jetzt Joska das Wort für ihren Vortrag. Danke. Ja, vielen Dank. Also die Essener Lokalgruppe der Seebrücke hat sich Ende 2018 gegründet und wir versuchen also nun als etwas mehr als 3 Jahren Essen zum sicheren Hafen zu machen und sind leider bisher, man kann es schon fast kläglich nennen, gescheitert. Der Weg war dementsprechend mit vielen Frustrationen gefüllt, aber auch mit vielen Momenten der breiten Unterstützung. Im ersten Anlauf hatten wir zum Beispiel eine Postkartenaktion gestartet. Das heißt, der Oberbürgermeister Kufen hat hier einen Schreibtisch gefüllt mit Postkarten, mit der Aufforderung, Essen zum sicheren Hafen zu machen, wo wirklich sehr breite Unterstützung und eine große Liste von Unterstützerinnen von unterschiedlichen Gruppierungen aus Essen hatten, beispielsweise der Caritas, Kirchenvertreterinnen, unterschiedlichen Vertreterinnen von Parteien. Und wir haben auch ein großes Banner mit den Namen von im Mittelmeer ertrunkenen Menschen an der Marktkirche aufgehangen und immer wieder auf das Sterben im Mittelmeer und die Gewalt an den EU-Außengrenzen aufmerksam gemacht mit unterschiedlichen Aktionsformen. Daraufhin haben wir die Gespräche mit Parteien und Fraktionen sowie mit dem Oberbürgermeister gesucht. Mehrere Parteien wollten einen Antrag im Rat positiv unterstützen. Es scheiterte jedoch an der großen Koalition, welche sich nicht einigen konnte. Also damals waren es SPD und CDU. Und man dürfe keinen Antrag gegen den Koalitionspartner stellen. Nach der Ratswahl im letzten Jahr hatten wir ein bisschen neue Hoffnung und haben also die Gespräche mit den Parteien erneut intensiviert aufgenommen. Jedoch kam es wieder zu einer ähnlichen Blockade, diesmal allerdings einer anderen Koalitionsform. Und zwar ist es in Essen gerade eine schwarz-grüne Koalition. Das war das ähnliche Argument, man dürfe keinen Antrag gegen den Koalitionspartner stellen. Das heißt, gemeinsam bei den Gesprächen so ein bisschen die Haltung, esse, mache ja schon so viel. Da fällt das Stichwort Überfüllung der Aufnahmequoten. Und man wolle keine reine Symbolpolitik machen, was einem sicheren Hafen allerdings nicht entspricht. Da sind einige politische Forderungen mit dabei. Und ein zweiter Punkt war immer wieder, es läge nicht an der eigenen Partei, sondern an den Koalitionszwängen. Dann werden wir natürlich immer wieder auf nach den Wahlen vertröstet. Also jetzt sind es im Moment die NRW-Landtagswahlen. Dann wird immer wieder darauf verwiesen, dass die Aufnahme von Geflüchteten Bundesangelegenheit sei. Aber genau da setzt ja die Seebrücke auch an, dass sie sich eben dafür stark macht, dass es ein anderes System gibt. Und letztlich lähmt also die Blockadehaltung der CDU auch die jeweiligen Koalitionspartnerinnen, obwohl es rechnerisch eine linke Mehrheit im Rat gibt. So, das ist so ziemlich die Zusammenfassung der letzten Jahre. Und damit gebe ich an dich zurück, Gabi. Ja, danke Joska. Du hast das ja nochmal gut dargestellt und auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir ja durchaus in der Stadtgesellschaft viel Unterstützung auch gefunden hatten. Wir werden nachher in der Diskussion, denke ich, darauf zurückkommen, wie man die Blockade vielleicht auch brechen kann. So, jetzt übergebe ich glaube, aus den Vorgesprächen, Julia Felin fängt an oder... Wir haben uns, glaube ich, nochmal umgestimmt. Ich würde Ach so, bitte. Ich würde übergeben das und würde dann ergänzen. Aber nein, Frau Professorin Schwan, dann machen Sie. Alles klar. Ich hatte das aus der Vorbesprechung letzte Woche so im Kopf gehabt. Ja. Naja, aber sehr gerne. Fangen Sie an, ich übergebe Ihnen das Wort. Vielen Dank. Also erstmal für diese Initiative generell der Seebrücke, dann der Seebrücke und Essen und dass Sie auch die Initiative zu dieser heutigen Veranstaltung unternommen haben. Auch, dass Sie da immer wieder dem OB von Essen im Nacken sitzen. Aber das ist nun mal meine Erfahrung. Überall, wo die CDU an der Regierung ist, blockiert sie das. Das ist ganz klar. Ihre Anhänger sind zum Teil, würden Sie das wohl dulden, aber zu größeren Teilen sind Sie dagegen, aus verschiedensten Gründen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, muss ich sagen, dass in der Bundesregierung jetzt eine andere Koalition, jedenfalls eine ohne die Konservativen ist, weil das die einzige Chance bietet, dass sich da was ändert. Und das ist wichtig in Europa, denn Deutschland ist ein wichtiges Land in Europa. Und wenn wirklich Deutschland sich da verändert, dann wäre das eine große Hilfe. Im Koalitionsvertrag steht, finde ich, eine ganze Menge. Manche waren enttäuscht. Ich war nicht so enttäuscht, weil man natürlich jetzt nicht
eins zu eins irgendein Konzept der Flüchtlingspolitik darin finden kann. So laufen Koalitionen nicht ab. Aber der wichtige Punkt, dass die Kommunen oft als juristisch nicht berechtigt dargestellt werden, wurde im Grunde damit umgangen, dass im Koalitionsvertrag plädiert wurde für eine Koalition aufnahmewilliger Staaten. Und dann ist ja der Schritt, dass diese Staaten und Regierungen freiwillig mit ihren Kommunen zusammenarbeiten, auch nicht weit. Das heißt, da sehe ich jetzt eine Perspektive für die europäische auch Flüchtlingspolitik, auf die ich gleich zurückkomme. Die Frage ist ja, warum haben wir so sehr die Kommunen im Blick bei der Aufnahme von Geflüchteten? Übrigens, es gibt natürlich parallel dazu auch sehr wichtige Stimmen wie Helmut Aust, der darüber eine Habilitation geschrieben hat in der Humboldt-Universität, das Recht der Städte. Und auch Gabriele Häuser ist da sehr aktiv. Aber trotzdem, das wird so schnell sich nicht in der gängigen oder in der sogenannten herrschenden Meinung ändern, dass die Nationalstaaten das Sagen haben. Aber wenn man sie dazu bringen kann, wenn sie selbst wirklich eine konstruktive Politik betreiben wollen, dann besteht eine gute Chance, dass sie das eben in freiwilliger Kooperation mit den Kommunen tun. Denn dann können die Kommunen ihnen ja auch einen Gefallen tun, indem sie ihrerseits anbieten und die Sache erleichtern. Und sie müssen dann nicht irgendwo überall suchen, wo sie Geflüchtete unterbringen müssen oder irgendwie Bürgermeistern gut zureden müssen. Also da ist eine, glaube ich, ganz gute Chance. Und wir haben eben seit Jahren beobachtet, das gilt übrigens nicht nur für die Flüchtlingspolitik, sondern auch für andere innovative Politiken, dass die Kommunen da sehr viel aktiver sind als die nationalen Regierungen. Ich glaube, der Hauptgrund ist dafür, dass in den nationalen Regierungen einerseits der konkrete Druck nicht so groß ist auf der Probleme und auf der anderen Seite immerfort die Hauptangst ist, bei Wahlen oder so zu verlieren, und anders als auf der kommunalen Ebene wollen sie dann eben kein Risiko eingehen. Also es ist die kommunale Ebene, die praktisch für Studierende zuständig ist, die praktisch auch viel aufgeschlossener ist und die auch ihre eigenen Interessen zum Teil erkennt in der Aufnahme der Geflüchteten. Und unsere Initiative geht also prinzipiell von der Freiwilligkeit der Aufnahme aus, sowohl was die Länder angeht, als auch dann was die Kommunen angeht, und geht davon aus, dass dies nicht nur aus moralischer Verantwortung, das ist etwas sehr Wichtiges und Unverzichtbares, geschieht, sondern auch eigene Interessen, zum Beispiel, wenn die Bevölkerung abnimmt, neue Bevölkerung zu haben, dabei positiv eine Rolle spielen dürfen und können. Dagegen haben wir nichts. Die Kommunen sind also näher dran. Frau Professor Schwan, Sie müssten ziemlich genau in Ihrem Mikro sprechen, das geht sonst weg. Jetzt ist es wieder besser. Ist jetzt besser? Ja, gut. Also die Kommunen sind näher dran. Sie haben die Erfahrung und wir plädieren deswegen dafür, dass die Kommunen durchaus eine zentrale Rolle spielen sollen, legal im Einvernehmen mit den nationalen Regierungen, aber dann auch initiativ und mit eigenen Vorschlägen. Und da ist also ein Vorschlag, dass wir zur Willensbildung, um das in der Gesellschaft der Städte und Kommunen gut zu verankern, eine Partizipation einrichten sollten, die auch sonst, auch für andere Zwecke, innovative Zwecke, zum Beispiel eine gute Klimapolitik, sehr gut wäre. Wir nennen das kommunale Entwicklungsbeiräte. Da denken wir an die Nachhaltigkeitsziele, die SDGs, die ja nicht so sehr viel sagen über die Art, die Governance, mit der die Ziele umgesetzt werden sollen, aber doch am Ende sagen, dass also die Zusammenarbeit von verschiedenen Stakeholdern, Politik, Unternehmenssektor, organisierte Zivilgesellschaft sehr gut wäre. Und wir plädieren dafür, dass in den Städten und Kommunen kommunale Entwicklungsbeiräte eingerichtet werden, die die langfristige Entwicklung der Kommunen miteinander bereden. Das ist das Erste. Und zwar der gesamten Politik der Kommunen, nicht nur sozusagen Profiberatung, sondern die gesamte Politik der Kommunen. Sie sollen zweitens bei dieser Beratung sich überlegen, sollen zweitens zusammengesetzt sein, so wie das bei der Seebrücke ja auch fruchtbar ist, zwischen Gewählten und Nichtgewählten. Das heißt, in diesen kommunalen Beiräten
sind gewählte Vertreter aus den Stadtverordnetenversammlungen und der Bürgermeister und die Verwaltung. Das ist sehr wichtig, denn die muss auch mit gut informiert sein und auf der anderen Seite eben Unternehmen und aber auch die Zivilgesellschaft. Die sollen gemeinsam die langfristigen Entwicklungen beraten, aber nicht entscheiden. Und deswegen ist es auch gar kein Problem, dort in diesen Entwicklungsbeirat verschiedene Leute hineinzunehmen. Es geht da darum, diese unterschiedlichen Ideen und Vorteile, die die Stadtgesellschaft hat im Blick, dass sie das einbringen in die Entscheidung darüber, wie die Zukunft aussehen soll. Und wenn sie da etwas erarbeitet haben, dann soll die Stadtverordnetenversammlung das letztlich durch ihr Votum legitimieren. Das ist die Grundkonstruktion. Wir haben im Moment gerade ein sehr interessantes Projekt in Herne, wo die Eon-Stiftung das finanziert und dort wirklich mit großer Begeisterung, heute Nachmittag hatten wir ein Treffen mit Zoom, wo sich alle zum ersten Mal 30 Leute vorgestellt haben aus den verschiedensten Bereichen. Die sind wirklich ganz begeistert, wenn man auf diese Weise eine ganze Gemeinde für neue Sachen begeistert. Und da geht es um die Weiterentwicklung einer Brache, einer Industriebrache. Aber das gilt natürlich auch für die Aufnahme von Geflüchteten, wenn zum Beispiel in einer Gemeinde die Bevölkerung abnimmt, drastisch. Ich kenne davon zwei Beispiele. Eins ist bei Ihnen nicht so weit weg, Altena. Da war der Bürgermeister, hat ausdrücklich mehr Geflüchtete aufgenommen, weil also auch die Bezahlung der Infrastruktur und so alles sehr viel schwieriger wurde, weil die Bevölkerung abnahm. Es gibt auch in Ostdeutschland im Südharz eine solche Gemeinde und die hat also dasselbe gemacht und hat im Einvernehmen, aber immer in guter Absprache mit den Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen und da sehr gute Sachen gemacht. Also wir wollen, dass die Kommunen da stärker werden und dass das zugleich eben verbunden wird mit einer Partizipation, wirkliche Erweiterung direkter Partizipation, die dennoch mit der repräsentativen Demokratie vereinbar ist, weil die letzte Legitimation doch bei den Stadtverordneten bleiben. Aber wir glauben, wenn die Stadtverordneten und die Verwaltung und alle mit den anderen zusammenarbeiten, dann entsteht auch etwas, womit sich alle identifizieren. Und dann ist die Chance sehr groß, dass das, was da besprochen worden ist, auch umgesetzt wird. Also das soll als Grundlage für die Entscheidung der Aufnahme von Geflüchteten eingerichtet werden. Dann das Ergebnis soll sein, dass solche kommunalen Entwicklungsbeiräte erklären, ob und wie viele Geflüchtete sie haben wollen, was sie anbieten können ihrerseits an möglicherweise Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. Das ist ja auch ein Punkt neben der Abnahme von Bevölkerung, der sehr wichtig ist im eigenen Interesse etwa der Unternehmerschaft einer Gemeinde oder einer Stadt. Also Sie sollen auf Ihrer Webpage das alles angeben, ob Sie mehr Platz, wie die Wohnungssituation ist, ob Sie mehr für Familien sorgen wollen oder lieber für Alleinstehende und so weiter. Und umgekehrt sollen die Geflüchteten sich ihrerseits Gedanken machen darüber, wohin sie eigentlich wollen, aufs Land oder in die Stadt, in welches Land, was es an Alternativen gäbe. Also auf diese Weise wollen wir ein sogenanntes Matching-System einrichten. Das heißt, so wie das Parship ein Matching-System ist, um zu einer glücklichen Zweierbeziehung zu kommen, wäre dieses Matching-System eines, wo Kommunen aufschreiben, was sie brauchen und was sie bieten können, und wo dann angekommene Geflüchtete nachgucken können, was wird angeboten und wo könnte ich mich wohlfühlen. Wollen ja gar nicht immer alle in die großen Städte. Aber wenn sie Verwandte haben in den Städten, dann ist es oft sinnvoll, dass sie da auch hin wollen. Aber manchmal kann man ja sagen, na gut, die kleinere Stadt, 50 Kilometer entfernt, tut es vielleicht auch. Man muss nicht direkt aufeinander hocken, wenn man schon den Anschluss trotzdem an Verwandte hat. Also dies ist ein weiterer Schritt, so ein Matching-System einzuführen. Wir sind derzeit dabei, das auf die Beine zu stellen. Das Problem ist nicht so sehr, dass wir also einen Algorithmus brauchen und so. Das wird wahrscheinlich gar nicht so schwierig sein, sondern dass man das so einrichtet, dass sich Geflüchtete dem anvertrauen und nicht denken, da sagen wir gar nicht, das ist vielleicht zu unserer Überwachung oder so. Das wäre natürlich dann ein. Entschuldigung, ja. War jetzt wieder weg, der Ton. Ja, ich habe wieder auf ein Papier geguckt.
Also und dann ist die Frage der Finanzierung dieser Aufnahme. Wir wissen, alle Kommunen haben wenig Geld, haben auch wenig Personal. Man muss das mit Geld und Personal untersetzen. Und wir denken an einen europäischen Fonds für kommunale Integration und Entwicklung, wo die Kommunen den Antrag stellen können, bei diesem europäischen Fonds für die Finanzierung ihrer Integrationsmaßnahmen und in derselben Höhe auch für die Finanzierung anderer Aktivitäten, die die Kommunen vorhaben, damit die Einheimischen merken, es geht nicht nur um die Geflüchteten, sondern sie selbst, die ja auch nicht immer ganz reich sind oder die arbeitslos sind oder was auch immer, sie selbst werden auch bedacht. Dieses Anreizsystem vertreten wir ausdrücklich. Es gibt manche, die sagen, das sei ethisch zweifelhaft. Das finde ich nicht. Es wird ja nicht damit Geld, also Flüchtlinge werden nicht zum Mittel, um Geld zu erwerben. So riesig sind die Summen dann nicht. Aber ich glaube, psychologisch ist das sehr wichtig. Ich habe auch erlebt, wenn ich außen Vorträge gehalten habe dazu und dann rechtes Publikum hatte, dass die erstmal sehr mit mir geschimpft haben, aber in dem Moment, wo ich gesagt habe, erstens freiwillig und zweitens soll es eine in gleicher Höhe sollen, also die Einheimischen auch etwas davon haben, dann sind sie plötzlich still, weil sie dann gar nicht mehr so richtig was dagegen sagen können. Das heißt, das ist auch ein Weg, rechte und rechtsextreme Personen zu stoppen, die sich dagegen wenden wollen. Also so ein Fonds und dieser Fonds, darüber habe ich auch schon lange öffentlich geredet, Präsident Macron, der französische Präsident, hat das schon mal aufgegriffen vor dem Europaparlament vor vielen Jahren, 2017, und hat es für eine gute Idee erklärt. Ich höre aus dem Umfeld von Ministerin Faeser, dass sie mit den Franzosen über so eine Koalition aufnahmebereiter Staaten schon sehr im Gespräch ist und dass da auch durchaus diese Idee noch mal wieder ventiliert wird, wie man einen solchen Fonds machen kann. Wir haben von der Ebert-Stiftung Brüssel ein Gutachten vermittelt bekommen, das hat die bezahlt, das hat eine Juristin gemacht aus Deutschland, dass das europarechtlich möglich ist, dass das also nicht, weiß ich, große Änderungen etwa der Verträge oder so erfordern würde. Es ist einfach die Frage, ob der politische Wille da ist, das zu machen. So, das ist also diese Idee, Erweiterung von Partizipation, Finanzierung aus Europa, insgesamt also eine sozusagen die Idee, wo eine mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen wird, also Partizipation, Bürgerbeteiligung und so weiter und aber auch Flüchtlingsaufnahme und Stadtentwicklung. Und wir haben die Erfahrung gemacht, so plausibel wie das ist, zum einen kommen dann viele auf längere Sicht doch drauf und sagen, das ist die richtige Strategie. Die anderen, die es nicht ganz so schnell kapieren, brauchen eine Weile und das muss man einfach akzeptieren. So eine Konstruktion, wie wir sie uns ausgedacht haben, ist zwar plausibel, aber nicht für jeden sofort auf Anhieb verständlich. Vielleicht haben auch Sie Nachfragen und damit muss man einfach geduldig und freundlich umgehen. So, und die Claudia wollte jetzt noch einiges mehr sagen zu der Frage der Aufnahme. Ja, Claudia? Julia, ja. Ich würde direkt übernehmen, Gabriele. Ist das okay? Ja, okay, super. Genau, also ich freue mich auch ebenfalls heute hier dabei zu sein, digital und dann auch gleich noch im Anschluss mit euch, mit Ihnen, auch nochmal Möglichkeiten und Strategien zu diskutieren, wie es auch, wie man in Essen auch weitergehen oder weiter überlegen könnte. Das betrifft ja aber das Problem nicht nur Essen, sondern eigentlich viele weitere Städte. Und ich würde jetzt nochmal gerne auf zwei Aspekte eingehen. Einmal nochmal kurz auf die Frage, warum überhaupt so viele Kommunen europaweit aktiv werden. Und den zweiten Aspekt nochmal, welche Rolle spielt die Zivilgesellschaft in diesen ganzen Bewegungen und auch ne, im Thema sich verhelfen. Und vielleicht nochmal als erstes auf diese Frage einzugehen, warum werden so viele Kommunen europaweit aktiv und warum erklären sie sich ne, unter anderem freiwillig bereit, zusätzliche schutzsuchende Menschen aufzunehmen oder warum verlangen sie auch Mitspracherecht und in der Migration und Asylpolitik. Und ich finde es ja schon besonders beachtlich, dass wenn man sich das anguckt, es gibt ja verschiedene Karten, haben wir in den letzten Jahren wurden erstellt. Wir haben auch so ein Mapping gemacht, aber es gibt auch eine sehr gute Webseite, die Moving Cities und auch eine andere Webseite, die heißt Europe Welcomes, die eben zeigt, dass es europaweit über 700 Kommunen und Städte gibt, die sich bereit erklärt haben, freiwillig zusätzlich Geflüchtete aufzunehmen, die
sich aber auch aussprechen, die zivilen Seenotrettung nicht zu kriminalisieren, sondern ganz im Gegenteil, diese auch unterstützen, zwar mit Patenschaften. Und diese ganzen Städte vernetzen sich sowohl auf nationaler Ebene als auch auf europäischer Ebene und machen auch zusammen, üben Druck aus gegenüber den Nationalstaaten und der EU und verlangen eine andere Migrationspolitik. Und warum passiert das? Das ist, glaube ich, also finde ich wichtig, nochmal sich das nochmal bewusst zu machen. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass es gerade kaum noch mehr legale Zufluchtswege nach Deutschland oder in die Europäische Union überhaupt gibt und dass die illegalen Routen zunehmend lebensgefährlicher werden. Ne? Während im Mittelmeer Menschen sterben und ertrinken oder an den Außengrenzen Menschen illegal zurückgewiesen werden, obwohl sie einen Schutzanspruch hätten, oder in den Camps, in irgendwelchen Inseln in Griechenland monatelang, wenn nicht jahrelang ausharren müssen, schafft es die Europäische Union, schafft es die Nationalstaaten nicht, haben es bisher nicht geschafft und das jetzt nicht nur über eine längere Zeit, haben es nicht geschafft, die europäische Asyl- und Migrationspolitik so zu reformieren, dass eine solidarische Verteilung der schutzsuchenden Personen möglich wäre. Also, dass diese nicht nur in den Außengrenzstaaten landen, sondern wirklich, dass die ganze Europäische Union dafür zuständig ist. Das heißt, die Migrationspolitik, die europäische Migrationspolitik ist blockiert und in dieser anhaltenden Blockade und mit den vielen Toten im Mittelmeer, die wir jedes Jahr erleben, hat die Zivilgesellschaft angefangen, Druck auszuüben und die Kommunen, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, aber auch viele in Deutschland, sind dann eingetreten und haben gesagt, nee, das geht nicht. Wir stehen für Menschenrechte ein, wir stehen für die Bewahrung europäischer, demokratischer Werte und wir wollen Verantwortung übernehmen. Und das ist vielleicht so, das fing dann auch zeitgleich vielleicht mit der ganzen Gründung der Seebrücke zusammen, aber als im Sommer 2018 zum Beispiel die EU-Mitgliedstaaten nicht mehr bereit erklärt haben, die Menschen, die aus dem Mittelmeer gerettet wurden, aufzunehmen, da sind die Städte eingetreten, haben gesagt, nee, wir sind bereit dazu. Und das waren in Deutschland unter anderem Berlin, Regensburg, Kiel, Potsdam, Bielefeld und viele andere. Und ich glaube, das muss man sich immer wieder hervorrufen. Das hat man auch in den letzten Monaten nochmal gesehen. Einmal mit der Situation an der belarussischen Grenze, wo viele schutzsuchenden Personen auch festsaßen und da auch wieder die Städte eingetreten sind und gesagt haben, wir haben Platz, wir haben die Aufnahmekapazitäten, wir können es machen. Oder auch ein Beispiel zu Afghanistan, als es darum ging, eine relativ kleine Gruppe, also die afghanischen Ortskräfte, also darum ging, die zu aufzunehmen, weil sie eigentlich ihr Leben riskiert haben, weil sie mit EuropäerInnen zusammengearbeitet haben. Und dass es da nicht möglich war, zu sagen, wir nehmen diese Gruppe unproblematisch auf, sondern es gab Staaten, die gesagt haben, nein, wir nehmen überhaupt niemanden auf, wie zum Beispiel der Kanzler aus ehemalige Kanzler aus Österreich, Sebastian Kurz, und dass man dann nur gesagt hat, wir beschränken uns darauf, da können ein paar freiwillig vorangehen, aber wir wollen uns nicht gemeinsam einigen. Und also das heißt, diese Kombination aus dieser humanitären Dringlichkeit und die mangelnde Handlungsbereitschaft der nationalen und europäischen Ebene hat eigentlich die Kommunen und die Städte dazu gebracht, Verantwortung zu übernehmen. Ne? Und ein Angebot zu machen. Und diesen Angebot könnte man ja auch genauso ein bisschen, wie das ja auch Gesine schon erwähnt hat, ein Angebot an die Nationalstaaten, ein Angebot aus dieser Blockade herauszukommen. Und weil die Kommunen sind ja genau die Akteure und deswegen fokussieren wir uns auch so auf die Kommunen, weil wir denken, dass die Kommunen sind die Akteure, wo die Aufnahme stattfindet, wo die Aufnahme und Integration stattfindet. Sie wissen, was es bedeutet, was es für Folgen hat und sie können die Situation besser einschätzen und die Kommunen sind auch die Orte, wo die Menschen effektiv ankommen. Es ist nicht ein Ort Deutschland, es ist nicht greifbar, es ist in den Kommunen. Und dann ist es natürlich, dass die Kommunen einerseits eben das auch diese Angebote machen können, weil sie auch das besser einschätzen können, aber eben auch ein Mitspracherecht haben wollen, weil sie dann auch diese ganze Arbeit leisten. Und ich glaube, viele Kommunen haben in den letzten Jahren gezeigt und auch immer wieder deutlich gemacht, dass sie nach 2015 und 2016 eigentlich sehr große Kapazitäten aufgebaut haben, die in den letzten Jahren teilweise nicht genutzt wurden. Und
mag sein, dass diese Kapazitäten jetzt sehr schnell auch wieder aktiviert werden können. Das haben wir jetzt ja, am Anfang schon erwähnt, dass mit der vielen Menschen, die es aus der Ukraine erwartet werden, dass diese Kapazitäten wieder recht ja, unkompliziert aktiviert werden können. Aber das sollte eben nicht nur für Schutzsuchende aus der Ukraine gelten, das sollte eigentlich für alle Schutzsuchenden gelten. Und wo liegt aber das Problem dabei, dass eben Kommunen jetzt nicht bisher nicht selbstständig freiwillig Schutzsuchende aufnehmen können, ohne dass es vorher eine staatliche Entscheidung, eine Erlaubnis dazu gegeben hat. Ne? Und da hakt es so ein bisschen. Und ich finde es aber trotzdem extrem wichtig, dass gerade jetzt, also wie, so wie Christina es eben schon gesagt hat, dass gerade jetzt nochmal auf die Regierung zugegangen wird, dass die Städte nochmal auf die Regierung zugehen und dass eben Zeichen gesetzt werden, dass es diese Kapazitäten gibt und dass es auch diese Bereitschaft gibt von den Kommunen und von der Zivilgesellschaft in den Kommunen. Und genau, ich glaube, Altena wurde schon genannt von Gesine, die, das ist ja eine Kommune, die wirklich es geschafft hat, was eben vorgesehen wird, laut Verteilungsquote eigentlich mehr Geflüchtete aufgenommen hat. Und ich glaube, das sind so Beispiele, die man nehmen sollte, um zu zeigen, was es auch bedeutet, was eben diese ganze Bewegung an sicheren Häfen eigentlich schafft. Das ist überhaupt auch mal, dass das Konzept der kommunalen Aufnahme wirklich auch diskutiert wird. Dass es hat in verschiedene Parteiprogramme hat es geschafft, aufgenommen zu werden. Und es ist ein Konzept, das mittlerweile auch europäisch diskutiert wird. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Also so mal dieses Plenum zu sagen, es ist halt nur ein Ratsbeschluss, dass wir sind ein sicherer Hafen, ist nicht eine Symbolpolitik, sondern es ist wirklich, finde ich, ein sehr wichtiges politisches Zeichen. Und dieses Zeichen wird nicht nur in Deutschland gesetzt, sondern in vielen europäischen Staaten. Und die Städte, die sich dazu bereit erklären, vernetzen sich in verschiedenen Netzwerken. Es gibt in Frankreich das Netzwerk Anvita, in Großbritannien das Netzwerk Sanctuary City. In Österreich haben sich BürgermeisterInnen mit Herz zusammengetan und haben eben auch erklärt, dass sie bereit sind, Geflüchtete aus dem Camp in Österreich aufzunehmen. Und genau, das ist, also ich finde, dass es eben unglaublich wichtig ist, dieses Zeichen zu setzen. Und deswegen, das ist auch ein bisschen Teil unserer Arbeit, da würde ich jetzt noch ein bisschen ergänzen, was an dem, was Gesine schon so ein bisschen erzählt hat. Was wir auch wichtig finden, ist diese ganze Vernetzungsarbeit. Wir haben letztes Jahr es geschafft, mit einem zivilgesellschaftlichen europäischen Netzwerk von The City to City eine große Konferenz in Palermo auf die Beine zu stellen und haben 33 europäische Bürgermeisterinnen zusammengebracht aus verschiedenen Ländern, aus, ich glaube, 10 Ländern, die sich wirklich zusammen für eine andere europäische Flüchtlingspolitik eingesetzt haben und mit quasi mit einer Stimme sprechen. Und darum geht es, glaube ich, dass eben nicht nur dann eben, das sind auf den nationalen Regierungen, auf die Bundesregierung Druck ausgeübt wird, sondern eben auch auf die anderen europäischen Länder, auf die anderen europäischen Regierungen, weil das ist ja letztendlich dann auch eine europäische Herausforderung. Vielleicht dann, ich gucke nochmal auf die Zeit, ich glaube, wir sind ganz gut in der Zeit. Ich würde jetzt vielleicht noch ein paar Gedanken darauf anwenden, welche Rolle die Zivilgesellschaft in all dem spielt, weil wir sind ja heute von der Seebrücke Essen eingeladen worden, weil um auch nochmal zu überlegen, welche Möglichkeiten oder was könnte jetzt noch passieren. Und ich glaube, also die Seebrücke Essen ist nicht die einzige Gruppe, die vor solchen Herausforderungen steht, aber so was unsere Erfahrung ist, ist eigentlich, dass die Zivilgesellschaft ist, der Motor ist. Ne? Dass, nicht nur, indem sie eine Stadt dazu bewegt, sich zum Beispiel als sicher Hafen zu erklären, sondern auch dann in der tatsächlichen Aufnahme, in der Integrationsarbeit, aber eben auch in der Vernetzung der Städte, also ohne die Zivilgesellschaft, glaube ich, hätten sich viele Städte noch nicht vernetzt und auch in der gemeinsamen Advocacy-Arbeit, ne, und auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene. Ich glaube, die Zivilgesellschaft ist fundamental. Ich habe da immer gerne ein paar Beispiele, von ähnlichen Situationen, wo es genauso schwierig war, Städte zu bewegen, sich zu positionieren, wo es aber dann doch letztendlich geklappt hat. Ne? Ein Beispiel ist zum Beispiel die Stadt München. Da haben die lokalen Gruppen auch einen sehr, sehr langen Atem gebraucht, um die Stadt dazu bewegen, sich als sicherer Hafen zu erklären. Und jetzt ist es
Und das hat, glaube ich, auch mehrere Jahre gedauert. Es hat verschiedene Aktionen gebraucht. Es wurde sogar eine ganze Konferenz in München auf die Beine gestellt. Und letztendlich konnte dann der Bürgermeister nicht nur überredet werden, sondern wirklich überzeugt. Und jetzt ist es so, dass München sogar eine Patenschaft für ein Seenotrettungsschiff, für die Ocean Viking, übernommen hat. Wir haben Ende 2020 eine große Spendenaktion als Stadt gestartet und haben die Stadtbevölkerung dazu aufgerufen, für dieses Seenotrettungsschiff zu spenden. Und das sind so ein paar Beispiele. Und München war auch als Gast auf dieser Konferenz in Palermo, die wir letztes Jahr organisiert haben, und hat sich eben auch zu diesem Thema positioniert und hat dieses neue Netzwerk, was in Palermo entstanden ist, die Allianz, die Internationale Allianz Sicherer Häfen, mitgegründet. Und das ist ein europäisches Netzwerk an Städten, die eben gemeinsam für eine andere Migration und Asylpolitik einstehen wollen. Das ist so ein Beispiel, wie das in München geklappt hat. Und ich glaube, es gibt noch viele andere. Ich glaube, relativ auch ein Beispiel, das seit einigen Monaten hat sich auch Salzburg in Österreich auch als sicherer Hafen erklärt. Und da weiß ich auch, das war auch ein sehr zäher Kampf. Das hat auch über 2 Jahre gedauert. Und da hat sich eben die Zivilgesellschaft auch sehr, sehr gut vernetzt und hat zusammen mit einer Initiative in Österreich Courage, Mut zur Menschlichkeit zusammengetan und hat eben auch nochmal aufgezeigt, wie viele Plätze überhaupt in Salzburg zur Verfügung ständen. Ne? Das sind so ein paar Beispiele, die ich finde, die auch motivierend sind. Genau, aber was braucht es eben dazu? Und da würde ich auch noch mal ein bisschen einen Bogen machen zu dem, was Gesine auch schon zu den kommunalen Entwicklungsbeiräten, zu unserem Vorschlag in der kommunalen Entwicklungsbeiräte gemacht hat. Ich glaube, es braucht einfach sehr, sehr viele Alliierte in der Stadt. Es braucht einfach sehr viele, man muss viele Akteure mobilisieren für dieses Thema und sie überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ich glaube, das habt ihr ja in Essen auch schon gemacht, wie ihr erzählt habt, aber eben, man muss am besten eben aus allen quasi Bereichen, aus die Kirche, die vielleicht auch Unternehmen, die verschiedensten NGOs, Unis, und all diese Leute müssen zusammengebracht werden. Und wir schlagen das vor in so einer Form von kommunalen Entwicklungsbeiräten, aber es gibt durchaus auch andere Modelle. Also ich weiß zum Beispiel, in Neapel gibt es die sogenannten Tische, da werden auch alle Akteure zusammengebracht, um genau diese Themen zu besprechen und zu überlegen, was könnte man machen, wie könnte man die Stadt mit der Stadt ins Gespräch kommen. Und jetzt ist es so aus, dass die Stadt auch an diesen bunten Tischen teilnimmt und zusammen überlegt, was könnte man machen. Ne? Genau, das war so ein bisschen, was ich, so ein bisschen meine Gedanken noch dazu, um das nochmal in diesen Bogen abzuschließen. Und genau, und ich freue mich jetzt auch vielleicht auch auf den Austausch und auf weitere Fragen und Diskussionen. Ja, herzlichen Dank für den Input. Ich sehe, Torben hat sich direkt auch eingeschaltet, weil wir haben 2 Fragen im Chat. Die wolltest du vortragen, ne? So ist es. Genau, also die Fragen richten sich, denke ich, in erster Linie an Gesine Schwan. Es geht um das Matching-System. Die erste Frage kam von Achim Gerhardt, der fragt, was soll mit Geflüchteten passieren, die nicht in dieses Matching-System passen? Ja, also zieh die doch zusammen, die Fragen, ich glaube, das passt. Geht eigentlich, sind jetzt 2-mal dieselbe Frage, habe ich gelesen, mehr oder weniger, ne? Also, dass es nicht Rosinenpickerei ist und so, ne? Also, dass das Matching-System den humanitären Aspekt bedenkt. Also wir sind jetzt dabei, dieses Matching-System zu präzisieren. Und dabei ist uns klar, das hat auch gerade ein Gespräch mit Algorithm Watch, dieser NGO, ergeben, dass es sehr wichtig ist, die Kategorien für die Kommunen, wenn sie was anpreisen, aber auch für die Geflüchteten, wenn sie ihrerseits was suchen, mit denen, die Erfahrung haben in den Kommunen, aber auch zum Beispiel mit Migrationsverbänden und so weiter zu besprechen, damit man da nicht, ohne es zu wollen, in irgendwelche diskriminierenden oder sonstigen Richtungen käme mit solchen Kategorien. Aber also man muss, das ist das Erste. Das Zweite ist,
Ich gehe nicht davon aus, dass in solchen kommunalen Entwicklungsbeiräten nur Leute, selbst wenn es Unternehmer sind, sitzen, die jetzt gucken, wie kriege ich die billigsten oder die best ausgebildeten Arbeitskräfte. In solchen kommunalen Entwicklungsbeiräten soll ja auch Caritas, Diakonie und sonst was alles sein. Also es ist auch eine Frage, wie weit die organisierte Zivilgesellschaft sich da durchsetzt. Der dritte Punkt ist, dass dieses System eine Art Sicherheitsnetz braucht, dass nämlich die staatlichen Behörden schon, wenn Personen nicht vermittelt werden, weiter ihre Angebote machen müssen. Das muss also so abgesichert werden, nicht, dass da welche irgendwie zwischen die Stühle geraten. Aber es scheint uns, doch das erstmal auszuprobieren und zu schauen, ob nicht auf Freiwilligerbasis von beiden Seiten die Sache sehr viel besser klappt und auch viel die Integration sehr viel besser klappt, als wenn das einfach zugeteilt wird. Wir haben auch, Julia kann da vielleicht noch von erzählen, wir haben auch Anfragen bekommen aus Schleswig-Holstein von Büros, die da mit uns zusammenarbeiten wollen wegen dieses Matching-Systems, weil sie gerne wissen möchten, wohin sie denn nun am ehesten Geflüchtete sozusagen verfrachten sollen. Denn das ist ja auch nicht in ihrem Interesse, die irgendwo hinzuschicken, wo sie überhaupt nicht gewollt sind oder wo nichts für sie da ist. Das heißt, da gibt es auch ein Interesse daran, eine Passung zu finden. Der Extrempunkt, also die Extremkritik daran kann sein, dass es Rosinenpickerei wird oder aber auch, dass man dann Flüchtlinge instrumentalisiert, um selbst an Geld zu kommen. Ich halte das aber ehrlich gesagt nicht für so gravierend. Ich glaube, wie gesagt, bei den Finanzierungen habe ich schon gesagt, das ist nicht die Welt, dafür macht man nicht den ganzen Aufstand, Geflüchtete aufzunehmen. Und bei den Entwicklungsbeiräten gehe ich schon davon aus, dass auch Gemeinden ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Die wollen ja gar nicht lauter alleinstehende, gut ausgebildete junge Männer. Die haben ja dafür dann wieder eine andere Marke. Die wollen vielleicht doch Familien mit kleinen Kindern. Das ist ihnen sicherer oder so. Also da gibt es diverse Sachen. Aber es muss ein Sicherheitsnetz sein für die. Es darf nicht dahin kommen, dass nur die Geflüchteten aufgenommen werden, die im Matching-System dann das große Los ziehen. Da kann ich noch was ergänzen dazu, also das in der Ausarbeitung, in der Konzeption von eben so Kategorien, die man abfragt in so einer Plattform, um dann Kommunen und schutzsuchende Personen passend zusammenzubringen, geht es eben darum, um so eine Rosinenpickerei zu vermeiden. Glaube ich, kommt es eben auch darauf an, dass Kommunen jetzt nicht unbedingt Bedarfe formulieren, also zum Beispiel wir brauchen junge Menschen, weil wir viele Ausbildungsplätze haben oder weil wir eben Arbeitskräfte suchen, sondern eben Angebote, dass nach einem Angebot formuliert wird. Ne? Also die Kommunen, wie als Kommune, wir bieten Ausbildungsplätze an. Und so könnte man sowas eben abmildern. Und vielleicht noch ergänzen zu dem, ob es ein zusätzliches ist oder es soll nicht eigentlich eine Verteilung ersetzen, sondern es soll eigentlich eine Verbesserung darstellen. Und ich glaube auch, wir formulieren ja alles, was unsere Konzepte bestehen ja auf Freiwilligkeit, sowohl auf Freiwilligkeit der Kommunen als auch auf freiwillige Teilnahme an so einem Matching-System von geflüchteten Personen. Und durchaus gibt es Personen, die nicht reinpassen, zum Beispiel, glaube ich, an besonders schutzbedürftige Personen, die zum Beispiel eine besondere Gesundheitsversorgung brauchen. Dann ist es klar, die müssen in bestimmte Städte zum Beispiel kommen. Das geht nicht, dass die in irgendeine Kommune zugeteilt werden. Also ich glaube, also da gibt es sehr, sehr viele Details, auf die man nochmal dann genau gucken muss in der Ausarbeitung. Das ist auf jeden Fall klar. Aber es wird jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Fragen waren jetzt beantwortet. Oder gab es da noch welche? Weil wir haben auch eine neue. Es gibt neue. Ja, es gibt weitere Fragen. Ja, okay. Wir haben auch eine persönliche Meldung. Ja, ich würde vielleicht noch die Frage von Josra vorziehen, weil die einfach schneller kam. Und danach würde ich dann Thorsten Janhoff dran nehmen. Also okay. Josra fragt hier schriftlich im Chat noch, wie sie quasi dieses Konzept, was sie da vorgestellt haben, wie man das eigentlich auch gegen Widerstände durchsetzen kann, also auf EU-Ebene. Aber wir haben ja auch die Erfahrung gemacht, dass aufnahmebereite Kommunen durch das Innenministerium ausgebremst wurden unter Seehofer. Also so ein bisschen die Frage, wie kann man so ein gutes Konzept durchsetzen, auch gegen rechte Widerstände auf EU-Ebene, aber vielleicht auch auf Bundesebene, so verstehe ich die Frage kurz zusammengefasst. Kann man nicht.
kann man nur mit Gegenkräfte mobilisieren. Also wir haben jetzt ein sehr gutes Zeitfenster mit der neuen Bundesregierung und die ist wichtig in Europa, um was anzustoßen. Denn Seehofer hat in der Tat alles ausgebremst und hat auch immer so getan, als ob die Franzosen auch nichts machen wollen, was wohl nicht stimmte. Nein, man muss jetzt die Situation ausnutzen und versuchen zu zeigen, dass man diesen schrecklichen Widerspruch zwischen den Werten, die wir proklamieren, und dem Verhalten, das wir zeigen, nicht mehr länger aushalten kann. Wenn wir Putin zu Recht vorwerfen, dass er die Menschenrechte massakriert, dann müssen wir auch klar einsehen, dass unsere Flüchtlingspolitik gegen Menschenrechte und Völkerrecht jeden Tag verstößt. Und damit ist auch eine Wunde in der Europäischen Union gegeben, aber eine Schwäche und eine offene Flanke sozusagen, wenn man es rein utilitaristisch sieht und nicht nur unter menschlichem Aspekt, was natürlich eigentlich vorrangig sein müsste. Aber jetzt ist ja die Frage, ob wir, und deswegen ist, finde ich es schön, dass Sie das heute Abend gemacht haben, ob die Kommunen weiterhin so ausgebremst werden wie von Seehofer oder ob, wenn wir ein solches Gerüst mit der Innenministerin prinzipiell verabreden können, wir dann eine Initiative bei all den großen Organisationen der Kommunen starten können, dass sie sich auf den Weg machen sollen, erstens so eine Bestandsaufnahme dessen, was sie wollen, was sie aufnehmen wollen, auf ihre Website zu stellen und zweitens möglichst mit so einem kommunalen Entwicklungsbeirat und zweitens mit ihren Regierungen zu sprechen, dass sie dafür bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Ich erhoffe mir davon, dass es jetzt genügend Menschen gibt, auch jüngere Menschen, diesen Skandal nicht mehr länger mitmachen wollen und die bereit sind, sich da auch zu engagieren. Mit der jetzigen Innenministerin in Deutschland haben wir da eine Chance. Okay, dann müsste jetzt der Thorsten mal freigeschaltet werden. Ne? Genau. Das Mikrofon ist noch ausgeschaltet. Ja, danke. Schönen guten Abend zusammen. Also ich finde, dieses Matching-System, das ist ein interessanter Ansatz. Das kann so ein bisschen zu einer Demokratisierung von diesem ganzen Verteilsystem führen, was ja jetzt doch ziemlich zentralistisch ist und auf die Bedürfnisse der Geflüchteten und auch der Kommunen eben nicht eingeht. Das wäre so ein Stück weit in so eine Richtung. Aber das geht natürlich nur, wenn man dann auch tatsächlich die Regeln auf Bundesebene oder auch auf EU-Ebene ändert, weil ich weiß, es ist ja dasselbe, wenn wir uns dafür einsetzen. Also ich bin der Fraktionsgeschäftsführer von der linken Ratsfraktion. Und wir haben das ja schon mal auch mal damals zusammen mit den Grünen versucht, als sie noch in der Opposition waren, im Rat der Stadt die Seebrücke, also die Aufnahme von Geflüchteten aus dem Mittelmeer durchzusetzen. Dann hören wir immer nur Königsteiner Schlüssel, Königsteiner Schlüssel. So, und dann ist vorbei die Diskussion. Das war's dann. Und solange das nicht geändert wird, kann man über so ein Matching-System natürlich vor Ort auch diskutieren. Sollten wir auch tun. Und da in so eine Richtung auch unsere eigenen Überlegungen machen. Aber es muss natürlich dann flankiert werden, dass da eben auch die entsprechenden Sachen dann auch die Gesetze geändert werden. Sonst landet man wieder in der Sackgasse, dass gesagt wird, das Recht ist dagegen und da können wir jetzt nichts machen. Darf ich doch ergänzen oder noch reagieren? Oder wollen wir noch eine andere Frage dazu nehmen? Ich sehe jetzt im Moment keine andere Frage. Ich weiß nicht, müsste mir gucken Richtung Torben. Ja, Achim Gerhard möchte sich noch zu Wort melden, aber Sie können ruhig gerne erstmal antworten, Frau Fedin, und dann würde ich danach Achim Gerhard dran. Genau, nee, danke also für den Kommentar. Ich glaube, ich würde noch ergänzen, weil ich glaube über dieses Totschlagargument, ja, wir machen ja schon im Rahmen dessen, was wir überall machen müssen, also laut Aufnahme, laut Königsteiner Schlüssel schon alles. Ich glaube, dem kann man schon was entgegensetzen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch sowohl ich als auch Sine dieses Beispiel von Altena genannt, weil das ist ja eine Stadt, die ja zum Beispiel mehr aufnimmt als laut Königsteiner Schlüssel. Also wenn man will, dann geht es schon so. Ne? Das ist, glaube ich, da braucht man einfach gute Argumente zurück und nochmal und zu dem Matching-System, ob man da erst dieses ganze Verteilungssystem ändern muss. Ich könnte mir vorstellen, dass man es auch erstmal in so einem Rahmen versuchen könnte, dass man erstmal sagt, okay, man versucht das mit einer Gruppe, zum Beispiel mit den ganzen Personen, die
aus Mittelmeer gerettet werden, dass man mit denen also ein Matching-Verfahren hat und das als zusätzliche, ne? Also dass man genau diese Angebote nutzt, die die Kommunen machen, als zusätzliche freiwillige Aufnahme, dass man das nutzt und diese Person und diese Kommunen matcht. Das heißt, es wäre über den Standardschlüssel hinaus nochmal im Rahmen von einem europäischen Relocation-Programm möglich. Also ich glaube, da gibt es schon Möglichkeiten, das auch schon vorher anzugehen, bevor das ganze europäische System reformiert wird. Weil ich glaube, das ist sehr schwierig. Also das wird nicht so schnell passieren. Und ich glaube, man kann schon vorher Sachen in Bewegung bringen. Ja, was muss ich sagen? Das ist ja überhaupt eigentlich ein Weg, wie man Reformen durchsetzt. Das wird nie auf einmal flächendeckend gemacht, sondern das muss man immer mit einzelnen Versuchen machen, die dann in irgendeinem so verbreitet werden, wenn sie gelingen, dass sie dann Nachahmer finden. Herr Gerhard will was. Ja, ich wollte noch mal, weil Sie vorhin die Stadt Herne erwähnt haben, wo dieses Experiment wohl schon umgesetzt wird, wollte noch mal nachfragen, einmal, welche Erfahrungen da bisher gemacht worden sind. Ich habe da bisher nichts von gehört. Und dass die E.ON-Stiftung dieses Projekt offensichtlich ja fördert. E.ON sitzt ja nun in Essen. Vielleicht ist das für uns als Essener nochmal so ein Hinweis, auch in eine andere Zielgruppe hineinzuwirken mit der Seebrücke, nämlich in Betriebe, Unternehmerkreise und so weiter, weil Sie das ja nun auch ausdrücklich betont haben, dass diese Gruppe irgendwie auch mit beteiligt werden muss, wenn und oder sollte, wenn man also dieses ganze Konzept auch ein bisschen bekannter machen will. Und die E.ON-Stiftung hängt ja nun mit E.ON zusammen, sitzt in Essen, eine der beiden großen Energiefirmen, die ja sonst auch nicht fortschrittlich sind in der Politik. Aber das fand ich jetzt ganz interessant, dass da die Stiftung doch ganz anders agiert als der Konzern. Und wenn das in Herne jetzt so ein Projekt ist, was ein Pilotprojekt sozusagen oder ein Forschungsprojekt auch, dann wäre das ja sehr wichtig für uns auch, das nochmal genauer anzugucken, um zu sehen, wie haben die das gemacht? Ja, also in Herne, das ist ganz am Anfang. Wir waren mit den Projektleitern, das ist jetzt ein anderes Projekt, das ist nicht das Geflüchtetenprojekt, sondern dieses Anfang Februar das erste Mal da. Wir haben heute einen Zoom zur gegenseitigen Vorstellung der Mitglieder gehabt und das soll sich hinziehen bis zum November. Und zwar als Vorprojekt sozusagen, was lernen wir, wenn wir solche kommunalen Entwicklungsbeiräte einrichten? Da geht es aber mehr um eben die Konversion einer Brache. Also da geht es nicht um die Aufnahme von Geflüchteten. Aber wir gehen davon aus, und das merkt man jetzt schon, dass sobald es um die Frage geht, was man nun da machen soll auf dieser Brache, die Frage sich auch stellt, wie sieht es denn mit der Zukunft unserer gesamten Stadt oder unserer Kommune aus und was brauchen wir und so weiter. Das heißt, da ist jetzt im Moment noch nicht so viel Erfahrung, das können wir wahrscheinlich im September, haben wir mehr Erfahrung davon. Das ist noch im Beginn, im Aufbau und wir lernen selbst sehr viel dabei. Bisher läuft es sehr gut an, es ist ein großes Interesse. Der Bürgermeister macht es sehr gut und ist sehr aufgeschlossen. Was nochmal die Frage des Königsteiner Schlüssels und so weiter angeht. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, der ist ja zunächst wegen ganz anderer Sachen erdacht worden. Der hatte zunächst mit Geflüchteten gar nichts zu tun. Ich glaube, das war eine Frage in der Bildungspolitik oder so, wo der entstanden ist. Aber man kann den lassen und man kann trotzdem das andere einführen. Es ist nur so, dass in der Politik das Problem ist, wenn da nicht irgendwelche wahnsinnig dahinter sind, dann wird da kein Konzept gemacht. Also in der Ostpolitik, in der SPD, wenn es nicht Bahr und Brandt gegeben hätte, hätte keiner diese Ostpolitik sich ausgedacht. Das ist nicht so, dass die Parteien das einfach mit Kommission ausarbeiten und dann haben wir eine politische Strategie. Und deswegen ist es gut, wenn wir auch dieses Matching-System uns so genau und gut überlegen, dass dann Kommunen es übernehmen können oder auch die Innenministerin. Dazu müssen wir noch die Vorarbeit machen. Und es ist dabei sehr wichtig, dass wir zum Beispiel eben auch Migrantenorganisationen und andere dafür bekommen, denn die sehen die Fallstricke wahrscheinlich sehr schnell, die wir ja gar nicht hinhalten wollen, aber die vielleicht ungewollt da entstehen. Und die werden dann auch aufpassen, dass man in solche
solche Fallen nicht tappt. Ich habe selber mal eine Frage oder noch ein Statement. Das Matching-System als solches hat ja aus meiner Sicht gar nicht so eine ganz erhebliche Sprengkraft. Also wenn es sozusagen innerhalb des sogenannten Königsteiner Schlüssels verläuft, das wäre ja ohne weiteres, Sie haben das ja beide eben auch angedeutet, das wäre ja durchaus auch ein Einstieg da rein, das wäre möglich. Was uns hier ja beschäftigt hat, ist die Frage der geschlossenen europäischen Außenküsten, das Sterben im Mittelmeer und da zu sagen, also, und auch natürlich an anderen Grenzen, aber das war ja der Ausgangspunkt der Seebrücke jetzt explizit, und da zu sagen, wir erklären, wir als Kommunen machen Druck auf unsere Nationalregierung, auf die EU, indem wir erklären, wir nehmen über die Verteilschlüssel hinaus Geflüchtete auf, bitte rettet sie. Also mal ganz verkürzt gesprochen. Und da würde mich jetzt interessieren, ich finde das schon, also da finde ich Ihren Ansatz deshalb interessant, weil er versucht, die Kommunen zu stärken. Und Sie arbeiten ja auch an einer Vernetzung der Kommunen. Ja. Und da würde mich nochmal stärker interessieren, wie Sie die Umsetzungsmöglichkeiten tatsächlich sehen. Also wo sehen Sie Kräfte sowohl in der Bundesregierung, Stichwort Ampelregierung, Frau Faeser oder wie jetzt auch immer, und auch auf europäischer Ebene in diese Abschreckungspolitik gegenüber Geflüchteten und die sollen bloß draußen bleiben, Bewegung zu bringen. Julia, möchtest du das von der Vernetzung der Städte machen? Gerne, aber willst du, ich kann ja anfangen, du kannst gerne ergänzen. Ja. Das hatte ich ja schon also ein bisschen in meinem Input so ein bisschen gesagt, das ist ja, worauf wir sehr, sehr stark bauen, also vor allem die europäische Vernetzung der Städte. Ich glaube, europäische Städte können viel von deutschen Städten und von der ganzen Bewegung der sicheren Häfen lernen. Ich glaube, da sind wir in Deutschland schon teilweise viel weiter, also mit den Konzepten und auch mit den Methoden. Und andererseits gibt es aber eben auch in anderen europäischen Städten eben auch andere Institutionen. Ich glaube, eine italienische Stadt, vor allem eine Hafenstadt, hat eine andere Ausgangssituation als eine deutsche Stadt. Und ich glaube, auch diese solidarische Vernetzung ist extrem wichtig. Ich glaube, es gab ja einmal diese Kooperation zwischen, das war Athen und Barcelona, ne? Barcelona sich ja bereit erklärt hatte, Geflüchtete aus Athen aufzunehmen. Das wurde dann aber auf einer nationalen, staatlicher Ebene gestoppt. Aber diese solidarische Verbindung und diese solidarische Vernetzung zwischen Städten finde ich super, super wichtig, aber immer zusammen gedacht mit der Zivilgesellschaft. Ne? Also, weil ich glaube, das ist schon extrem wichtig und vielleicht auch noch auf eine Frage in den Chat einzugehen, wie schätzen wir eben auch die Rolle von Migranten, Selbstorganisationen und migrantischen Initiativen ein? Super wichtig, die sind auch Teil von unseren Netzwerken. Also es ist super wichtig, deren Stimme auch mit einzuholen, nicht nur wenn wir Vorschläge machen, sowohl für das Matching-Verfahren, aber eben auch für verschiedene Konzepte. Also ich glaube, da setze ich einfach sehr, sehr viel Energie auch rein, diese Vernetzung eben zu schaffen und eben auch die Städte so zu vernetzen, dass sie wirklich mit einer Stimme auftreten können und auf die einzelne Nationalregierung einwirken können. Das ist ja sehr wichtig auch für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe mit diesem Konzept ja vor 5 Jahren angefangen. Da haben mich alle gefragt, wo hast du denn die Städte und die Kommunen, die bereit wären? Inzwischen, Julia hat es gesagt, sind es mehr als 700 in Europa, die bereit sind und das erklärt haben, sie aufzunehmen. Man muss dann immer noch genau testen, zu was sind sie wirklich bereit und so. Das ist schon klar, man muss da auch realistisch sein. Aber auf der anderen Seite ist das inzwischen längst eine Bewegung geworden. Und deswegen, das muss in der Öffentlichkeit dazukommen. Also ich sehe es so, dass man diejenigen, die exekutive Macht oder auch parlamentarische Macht in der Gegenwart haben, beeinflussen muss. Und das habe ich ja schon als Lobbyistin sozusagen jahrelang gemacht, dass man ausnutzen muss, dass da jetzt andere drin sind in der Exekutive, dass man ausnutzen muss, dass es etwa mit Mike Schubert in Potsdam jemanden gibt, der
als Vorsitzende der sicheren Häfen agieren will und agieren kann und dass man pusht von verschiedenen Seiten. Und dann ist oft die Frage, ja, gibt es denn jetzt genug Staaten? Aber das wäre durchaus, da wäre auch der Ukraine-Moment sozusagen wichtig, das auszunutzen, dass wenn wir eine sogenannte verstärkte Zusammenarbeit machen wollten, die das auf den Weg bringen, dann wären das, glaube ich, 11, die notwendig sind. Aber es können auch weniger sein, dann ist es eben nicht eine formelle verstärkte Zusammenarbeit, sondern es ist eben eine Koalition, das ist ja immer möglich. Der Unterschied zu dem Ursprungsziel, was ich sehr, sehr richtig und auch hochachtungsvoll betrachte, richtig finde und hochachtungsvoll betrachte, dass eben die Seebrücke versucht, jetzt auch Landemöglichkeiten zu ermöglichen, zu bieten, ist, dass ich gerne eben eine dauerhafte Strategie haben möchte, nicht nur in der Not, sondern dass generell diese Selbstbestimmung der Geflüchteten und aber auch der Kommunen möglich ist und da sehr viel mehr Initiativemöglichkeit es gibt. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ich halte das mal, weil ich habe es zufällig gerade da, weil ich nicht, das heißt, Europa versagt, das Buch, was ich im Fischer Verlag geschrieben habe im letzten August, da habe ich versucht, diese ganze Strategie im Zusammenhang aufzuschreiben, damit man mal versteht, wo geht das los und wie ist das zu Ende gedacht? Das muss ja praktisch bis zu einer Afrika-Strategie weitergeführt werden, denn die Hauptankömmlinge werden jetzt mit der Ukraine sind es die Ukrainer und vielleicht auch der Kaukasus noch mehr, aber sonst wird es wieder Afrika mehr sein. Und das verlangt eine ganz andere Afrika-Politik, wenn wir da zu vernünftigen menschlichen Verhältnissen kommen wollen. Das heißt, da diese großen strategischen Linien, finde ich, sind wichtig, aber sie brauchen die Unterstützung in der Öffentlichkeit von sowas wie der Seebrücke oder den Kommunen, damit einfach die Öffentlichkeit aufmerksam wird und sieht, na Moment, da gibt es doch Akteure, die machen doch was, wir können das doch, können doch darauf eingehen, wir können uns da doch helfen lassen. Und deswegen muss man, glaube ich, die einzelnen karitativen Sachen verbinden mit einer Gesamtstrategie. Okay, Tom, da ist jetzt noch mal eine längere Frage. Ach so, die Essener Sache hatte ich noch vergessen. Also da muss ich ganz offen bekennen, der Geschäftsführer der E.ON-Stiftung, der ist ein sehr aufgeschlossener Mann, aber der hat versucht, mit ihrem Bürgermeister darüber zu sprechen, der hat es aber abgelehnt. Der findet sowas nicht nötig in Essen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie das, was er auch Ihnen sagt, dass er nicht das, also braucht weder Entwicklungsbeirat noch braucht er hier so eine sichere Mitgliedschaft bei den sicheren Häfen. Das ist offenbar nicht seine Sache. Interessanter Hinweis. Achim? Ja, dazu eben. Dann wäre für uns ja wichtig, gerade diesen E.ON-Menschen mal zu kontaktieren. Sage ich jetzt einfach mal für uns, ne? Weil er ein möglicher Bündnispartner ist. Ja, das ist er, obwohl er natürlich in erster Linie diese neue Governance, also diese Entwicklungsbeiräte unter dem Aspekt des Klimas ansehen. Aber der ist auch sehr aufgeschlossen für Flüchtlingsfragen. Okay, Torben, die Frage aus dem Chat und dann hat sich der Wolfgang auch gemeldet. Genau, wir haben eine Wortmeldung von Wolfgang Frey. Ich würde vorher noch die Frage aus dem Chat vorlesen. Davor würde ich aber auch noch die Teilnehmenden bei YouTube animieren, auch Fragen zu stellen. Also es geht auch über YouTube im Live-Chat, weil wir dort auch noch einige Teilnehmende haben. Auch da können noch Fragen gestellt werden. Wir hatten noch mehrere Fragen im Chat. Es gab noch eine, die jetzt schon länger im Chat auch steht, nach Landesaufnahmeprogrammen von der NANE. Also es gibt ja einige Bundesländer, die Landesaufnahmeprogramme auf den Weg gebracht haben. In NRW vernetzen wir uns gerade auch mit anderen Lokalgruppen und versuchen auch in Nordrhein-Westfalen sowas hinzukriegen. Und da war die Frage, wie schätzen Sie den Erfolg dieser Initiativen ein? Und könnte das nicht auch eine Ergänzung oder Voraussetzung für das Gelingen Ihres Projekts sein? Also vielleicht die Verknüpfung mit diesen Landesaufnahmeprogrammen. Ja, ganz sicher. Da für all diese Sachen besteht jetzt eine ganz andere Chance. Das ist ja das Glück. Und Schleswig-Holstein, das aber von der CDU und von den Grünen, glaube ich, regiert wird, also hat eine Ampelkoalition, die wollen das auch. Also ich sage ja nicht, dass generell die CDU das nicht will, aber auf nationaler Ebene ist in der Regel die CDU nicht dazu bereit und ihr Bürgermeister in Essen scheint dafür auch wirklich kein Händchen zu haben sozusagen. Aber generell ist es richtig, man
muss solche Landesaufnahmeprogramme auch voranbringen und das sollte auch getan werden, macht aber die Frage, wo landen sie dann? Die landen ja nicht im Land, die landen ja in der Kommune wieder. Macht diese Frage nicht überflüssig, wie man das machen könnte. Ich sehe übrigens von mir aus, dass Wolfgang Freie immer da die Hand oben hat. Ja, aber gerade erst die Chatfragen waren eher... Ja. Genau, wir hatten jetzt noch eine längere Frage im Chat und danach wäre dann Wolfgang Freie dran. Ich hoffe, ich habe das jetzt zeitlich richtig verordnet. Ich will jetzt hier niemanden vorziehen. Ich versuche diese längere Frage im Chat ein bisschen zusammenzufassen, weil das ein langer Input war. Ich hoffe, das gelingt mir einigermaßen. Da geht es um die aktuelle Situation in der Ukraine und so ein bisschen die Frage, ob das nicht auch einen positiven Effekt haben kann, also hinsichtlich eines Umdenkens auf EU-Ebene. Auch in Deutschland bezüglich der Asylpolitik, weil wir ja gerade eine große Solidarität eigentlich erleben, eine sehr große Bereitschaft, auch Geflüchtete aufzunehmen aus der Ukraine. Und gleichzeitig wurde aber auch das Bedenken in dem Beitrag geäußert, dass da natürlich sehr selektiv vorgegangen wird, also dass die weiße ukrainische Bevölkerung sozusagen mit Kusshand empfangen wird, während POCs zum Beispiel an der Grenze abgewiesen werden oder aus Zügen rausgeworfen werden. Also wie schätzen Sie das ein? Findet da vielleicht gerade so ein Shift statt in der europäischen Politik auch? Und wie kann das vielleicht auch genutzt werden? Ich hoffe, ich habe die Frage einigermaßen zusammengefasst. Julia, möchtest du darauf antworten? Ja, aber ich glaube, du kannst dann auch gerne, weil du hast ja auch nochmal so eine andere Sicht auf die polnische Gesellschaft. Ja, ich finde es auch sehr spannend zu beobachten, was jetzt passiert. Ich glaube, es kommt aber auch wirklich darauf an, wie wir das framen. Ne? Also ich glaube, es hängt auch ein bisschen an uns, das so zu beeinflussen, zu sagen, naja, es müssen alle Leute, die aus der Ukraine hier Schutz suchen, aufgenommen werden. Und es darf halt nicht selektiv passieren. Das ist eigentlich so ein... Das muss klar sein und das müssen wir auch ganz klar machen. Das ist auch so ein bisschen so. Wir haben für alle Platz, für alle Menschen, die Schutz suchen. Und im Übrigen denke ich, klar, wir können jetzt die Situation nutzen, ist vielleicht jetzt ein schlechtes Wort, ne, in so einer Krise. Aber ich glaube schon, dass es vielleicht auch nochmal zeigen kann, dass wir natürlich, die Städte sind fähig und die Kommunen sind fähig, so viele Leute aufzunehmen, wenn sie die richtige Unterstützung kriegen und auch die Finanzierung. Und das sollte dann nicht nur dann für Menschen, die aus der Ukraine fliehen, gelten, sondern die Menschen, die eben auch aus anderen Kontexten fliehen, gelten. Also das muss man, glaube ich, ganz, ganz klar sagen und immer wieder wiederholen. Das ist eben mein Punkt, glaube ich. Okay, dann ist jetzt Wolfgang dran. Also ich glaube auch, dass über die Diskussion über die Ukraine-Flüchtlinge jetzt schon nochmal was in Bewegung kommen kann. Aber man muss einfach auch im Kopf haben und vor Augen haben, das Problem ist einfach natürlich letzten Endes auch ein Problem der Mehrheitsverhältnisse im Rat, ob jetzt die Seebrücke unterstützt wird oder nicht. Und es wären theoretisch von den Wählervereinigungen und Parteien her, die im Rat sind, wäre theoretisch eine Mehrheit von einer Stimme möglich. 44 von 87 Stimmen, einschließlich Oberbürgermeister, wären letzten Endes dafür. Das würde aber voraussetzen, dass die Grünen nicht mit der CDU zusammenstimmen. Und die CDU ist ja bis jetzt in Essen wirklich hart in der Ablehnung der Seebrücke. Das ist einfach das Problem. Und da kann es natürlich sein, dass jetzt durch die Flüchtlingskrise in der Ukraine, dass da was in Bewegung kommt nochmal. Aber das wird dann letzten Endes davon abhängen, ob es gelingt, da in der Zivilgesellschaft eine Diskussion zu entfachen, die eben deutlich macht, dass es nicht nur um Flüchtlinge aus der Ukraine gehen kann. Ich wollte ansonsten noch mal darauf hinweisen, wir haben vom Kommunalpolitischen Forum, das ist die Kommunalpolitische Vereinigung der Linken in Nordrhein-Westfalen, gerade jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben, was noch mal die Frage abklopft, inwieweit Kommunen auch für Zwecke der Seebrücke auch Geld ausgeben dürfen. Also es war vor allem angeregt worden von Kommunen, die Seebrücke-Beschlüsse haben, wie zum Beispiel Köln und Bonn. Da gibt es ja Mehrheitsbeschlüsse in den Räten. Und da ist die Frage immer wieder aufgetaucht, können wir denn jetzt auch vor dem Hintergrund dieses Beschlusses zum Beispiel städtische Gelder eben auch zur Unterstützung von CI einsetzen oder nicht. Und das ist immer rechtlich heftig umstritten gewesen. Wir haben da jetzt ein Gutachten anfertigen lassen von Verwaltungsjuristen. Das ist sozusagen in der Schlussredaktion und kommt zu dem Schluss, dass es unter zwei Bedingungen durchaus möglich ist.
Und also ich sage das jetzt mal ganz verkürzt, und zwar erstens, wenn eben entsprechende Beschlüsse da sind vom Rat, und zweitens, wenn es eine breite zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung in den Orten gibt, weil es gibt ja die auch in der Landesverfassung und im Grundgesetz verankerte Festlegung, die Kommune ist für alle örtlichen, die Stadtverwaltung ist für alle örtlichen Angelegenheiten zuständig. Und wenn in der örtlichen zivilgesellschaftlichen Diskussion sozusagen das eine größere Rolle spielt, Flüchtlinge, Unterstützung von CI, Unterstützung von Seebrücke und so weiter, kann man so durchaus rechtlich mit einiger Aussicht auf Erfolg rechtlich so argumentieren, dass dann eben das durchaus dadurch zu einer Sache der Gemeinde wird, wenn da viele hinterstehen und auch die entsprechenden Beschlüsse da sind. Wenn das Gutachten endgültig abgefasst ist, ich habe jetzt nur eine Vorabfassung zurzeit, dann kann das gerne auch weitergegeben werden. Aber ich glaube, das ist nochmal ganz spannend für die weitere Diskussion, um da eine ganz konkrete rechtliche Argumentation auch zu entwickeln. Weil es ist ja nicht nur der Königsteiner Schlüssel, mit dem argumentiert wird, sondern zum Teil auch hier in Essen kennen wir ja auch das Argument in die Richtung, ja, da sind wir ja gar nicht für zuständig, Asylrecht ist Bundesangelegenheit und das Land hat noch ein bisschen was zu sagen und das ist es dann, aber die Gemeinden nicht. Das ist ja auch eine Argumentationsschiene, die man dann eben da schon entsprechend auch, wo man was gegensetzen kann mit solchen Argumenten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. Ja, das war jetzt Statement. Haben wir jetzt im Moment eine Meldung oder aus dem Chat noch was? Sonst? Ja, es gibt noch was. Super. Und zwar hat uns eine Frage per Mail erreicht von Laura Tischkau. Die geht so ein bisschen auf diesen finanziellen Mechanismus ein, den Gesine Schwan kurz angerissen hat in ihrem Vortrag. Und zwar sagten sie ja vor allem auch so als Argument gegen rechte Widerstände oder auch gegen konservative Widerstände, dass es so einen Finanzmechanismus quasi geben soll, dass wenn eine Kommune finanziell unterstützt wird bei der Aufnahme von Geflüchteten, dass sie dann genauso unterstützt wird sozusagen für die einheimische Bevölkerung. Und ja, Laura Tischkau war da so ein bisschen skeptisch und sagte, glauben Sie denn wirklich, dass man damit dann Rechte auch überzeugen kann, und bittet darum, vielleicht da nochmal so ein bisschen ausführlicher darauf einzugehen, auf die Argumentation vielleicht auch dahinter. Nein, anständige Rechte kann man damit natürlich überhaupt nicht überzeugen, aber man kann verhindern, dass sie Anhänger bekommen. Denn sozusagen der Kern der Rechten, der ist ja aus ganz anderen Gründen gegen Geflüchtete. Aber es gibt eben solche, die nicht so gut dran sind, die das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt. Und man muss alles tun, um den Rechten die Argumente zu entziehen und auch die Anhängerschaft zu entziehen. Da wird es immer einen Prozentsatz von 6-7% geben, die werden da bleiben, wo sie sind. Aber wir können sie weiter runterdrücken, als sie bis jetzt sind, und damit auch ungefährlicher machen für eine vernünftige Flüchtlingspolitik. Und ich habe eben beobachtet, dass so das ganze Aufschäumen von denen, wenn ich eine Veranstaltung hatte, eine öffentliche, plötzlich in sich zusammenfiel, wenn es erstens freiwillig, wenn ich sage, es zwingt sie niemand, jemanden aufzunehmen. Das kann die Gemeinde entscheiden, freiwillig. Und zweitens, es soll eben für die Einheimischen auch Projekte geben können, also dieselbe Summe ausgegeben werden. Damit werden sie dann ganz schnell still, weil sie nicht mehr den Neid und den Ressentiment-Faktor mobilisieren können. Ah, Tom, das waren jetzt noch weitere, ne? Es gibt noch eine Frage von Christian Uhl, die lese ich einfach mal ganz vor. Er fragt, gibt es eine Art Zweckbindung für die Pro-Kopf-Beiträge aus dem EU-Fonds? Oder wird über ihre Verwendung partizipatorisch, also von den Entwicklungsbeiräten, entschieden? Oder werden sie von den Kommunen schlicht vereinnahmt? Nein, die müssen die Gelder, die sie bekommen aus dem Fonds nach unserer Vorstellung, die müssen sie natürlich ausweisen, dass sie sie ausgegeben haben für die Integration von Geflüchteten. Das ist klar, das kann ich einfach in den Haushalt, und dann haben die einen guten Reibach gemacht. Aber das ist im Detail nicht ausgearbeitet. Wir haben einerseits die Idee eines Pro-Kopf-Geldes, aber andererseits gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, wenn man gewisse Integrationsprojekte anbietet, dann gibt es dafür das und das. Also das sind nicht, die Details sind nicht ausgearbeitet. Es hat auch keinen Sinn, dass wir das jetzt machen. Das müssen die in der Europäischen Union machen, wenn der politische Wille besteht, die solche Fonds dann auch aufsetzen. Vielleicht noch ergänzend, das ist schon auch Teil von unserer Idee, dass eben genau solche
diese Gelder, die über so einen EU-Fonds beantragt werden, dass das eben auch Teil von den, ne, von den Diskussionen des Entwicklungsbeirats ist, für was solche Gelder eben eingesetzt werden können. Es geht dann eben um die, auch generell um die Zukunft der Kommune, also ne, dann auch gemeinsam zu entscheiden, was braucht die Kommune. Ja. Tom, hast du noch was im Chat? Selbst noch eine Frage, weil im Chat habe ich jetzt gerade nichts mehr aktuell. Ja, dann mach mal, ich hätte auch noch eine. Ansonsten haben wir auch noch ein bisschen Zeit, es können gerne noch Fragen gestellt werden. Meine Frage ging so ein bisschen in die Richtung, Sie haben ja in Ihren Inputs zu Recht dargestellt, dass wir jetzt eine etwas andere politische Gemengelage haben, auch auf Bundesebene. Und ja, da jetzt eine etwas progressivere Bundesregierung auch haben. Aber es war ja auch zu lesen, dass, ich glaube, Frau Faeser selber auch gesagt hat, dass sie recht skeptisch gegenüber diesen kommunalen Konzepten ist, weil sie sagt, na, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, die wird vieles auf den Weg bringen, aber auf Bundesebene, also so eine andere Kritik quasi an kommunalen oder an landespolitischen Initiativen. Wie reagieren Sie darauf oder wie schätzen Sie das ein? Also ja, darüber genau will ich mit ihr sprechen. Es ist an sich verabredet, dass ich in hoffentlich absehbarer Zeit, aber die Zeiten sind ja im Moment wirklich sehr bewegt, einen Termin bei ihr mache, zusammen mit Mike Schubert von Potsdam, der auch einen sozialdemokratischen Termin mit Mike Schubert, der Sozialdemokrat ist, und dann auch mit Lars Castellucci, der in der Bundestagsfraktion ist und jetzt stellvertretender Sprecher des Innenausschusses ist. Und wenn man versucht, jetzt sozusagen eine kommunale Strategie zu machen gegen die Nationalstaaten, ist man da völlig fehl am Platz. Das ist völlig richtig. Es geht mir auch gar nicht darum, das Recht der Kommunen jetzt gegen die Staaten durchzusetzen, wenn wir eine nationale Regierung haben, die bereit ist, aufzunehmen. Das ist der Punkt völlig auf Kooperation. Also ich glaube eigentlich nicht, dass Nancy Faeser gegen solche kommunalen Aufnahmen und solche Möglichkeiten ist, wenn es klar ist, dass erstmal ihre nationale Priorität jetzt nicht in Frage gestellt wird. Und das ist eine Frage der politischen Klugheit, das nicht zu machen. Wenn man in 10 Jahren die juristische Sache anders sieht, dann kann man da anders verfahren. Ich rate Ihnen übrigens von Helmut Aust, es ist ein dicker Wälzer, es war seine Habilschrift, aber eine sehr gute Schrift, das heißt Das Recht der globalen Stadt, es war die Habilitation in der Humboldt-Universität, ich habe es eben schon gesagt, der arbeitet, ist jetzt Professor für Jurisprudenz an der Freien Universität, der hat das ganz minutiös in Bezug auf das Grundgesetz ausgearbeitet, aber ich kann mir denken, dass sie jetzt erstmal sagt, also den Kommunen das sozusagen allein zu überlassen, dafür bin ich nicht als Innenministerin, ja, da wäre sie ja auch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie das wäre. Ich meine, da muss man ja auch die Rolle verstehen, die sie hat. Sie hat die Rolle und sie kann natürlich auch jetzt als Innenministerin viel mehr bewegen. Was nicht heißt, dass sie nicht auch an guter Integration und an Partizipation auch gegen rechts interessiert ist. Das ist ja eine andere Schiene, die man damit bedienen kann. Und da bin ich theoretisch sehr, sehr zuversichtlich, aber ich habe sie noch nicht sprechen können, weil einfach die Zeiten so sind, dass man im Moment, dass sie natürlich was anderes um die Ohren hat. Das verstehe ich schon. Ich wollte selber noch mal eine Sache aufgreifen, die Julia vorhin erzählt hat, nämlich, dass in München eine Sammlung auch zur Unterstützung der Seenotrettung, also ganz konkret der Rettungsschiffe, so habe ich das verstanden, oder eines Rettungsschiffes gestartet worden ist und damit auch nochmal das, was wir Zivilgesellschaft nennen, aktiviert werden konnte. Ich sage es mal so rum. Das wäre gegebenenfalls auch nochmal ein Ansatz, den wir in Essen hier verfolgen können, um einfach auch was Konkretes zu haben, weil wir suchen ja auch nach etwas, mit dem wir diese Ratsblockade auch aufbrechen können. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das klug anfangen, auch zu sagen, Leute, es ist ja, wenn es einen politischen Willen gibt, wie es ihn jetzt gegenüber den Menschen aus der Ukraine gibt, sie unterzubringen, sie aufzunehmen, sie zu schützen, dann ist das möglich und dann muss es auch anderen Menschen gegenüber möglich sein. Wir können hier nicht in erste und zweite Klasse aufteilen. Und wenn wir so eine Initiative, sage ich nochmal, entwickeln, dann kommen wir vielleicht auch in der politischen Diskussion ein bisschen mehr in die Breite und hätten vielleicht im Augenblick auch eine entsprechende Aufmerksamkeit. Das muss man sich, glaube ich, mal ganz gut durch den Kopf gehen lassen, ob das nicht für uns jetzt auch
einfach eine Möglichkeit ist, Gespräche wieder aufzunehmen und auch etwas Konkretes zu tun, indem man ihm so ein oder ein ähnliches Projekt sich mal vornimmt, unabhängig davon, dass man sagt, der Stadtrat muss, weil das wird alleine nicht funktionieren. So, jetzt hat sich der Ahmed Umayrat gemeldet. Da war, glaube ich, jetzt davor auch nichts mehr. Ne? Ahmed, dann hast du direkt das Wort. Ja, schönen guten Abend in der Runde. Vielen Dank für die wertvollen Informationen und Anregungen oder auch Tipps. Ich bin Mitglied der Grünen Ratsfraktion in Essen. Ich bin dort integrationspolitischer Sprecher. Und ich kann einfach auch sagen, ich glaube, dass die Grünen in Essen, wenn sie die 50% im Stadtrat hätten, ohne mit der Wimper zu zucken, die Essen als sicheren Hafen anerkannt hätten oder auch maßgeblich dazu beigetragen hätten. Nur haben sie aber keine 50% und haben einen Kooperationspartner, der, wie jetzt auch schon in den Vorbeiträgen zu hören ist, dagegen ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, das war so ein bisschen auch das Pech, dass die Verhandlungen vor der Kommunalwahl die CDU in Essen überhaupt nicht diese Fahnen nach draußen hängen wollte, wir nehmen noch mehr auf. Dann kam die nächste Welle vor den Bundestagswahlen. Da wollten wir schon mal gar nicht den Anschein machen, dass die CDU Seebrücke nah ist oder auch einen sicheren Hafen ist. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir im Mai die Landtagswahl haben. Und da möchte man auch wieder nicht irgendeinen Anschein machen für die Bevölkerung, die jetzt vielleicht etwas abgewandert ist Richtung AfD oder anderen asylkritischen politischen Strömungen, eventuell mit dem Deckmantel, wir wollen die zurückholen etc. Das schwirrt bei sehr vielen Kolleginnen und Kollegen der CDU in Essen im Kopf. Vor den Wahlen können wir überhaupt nicht. Wir wollen, glaube ich, sie wollen halt einfach den Anschein machen, wir haben schon gemacht, was wir machen konnten. Jetzt sind andere dran in Europa, jetzt sind andere dran in der Welt. Und das sind immer so die Antworten, die wir zurückbekommen. Mehr als Deutschland hat keiner gemacht in Europa und in der Welt. Da müsste man schon lange nach hinten gucken, bis irgendjemand kommt, der die Hälfte an Geflüchteten aufgenommen hat. Strategisch wäre das jetzt, glaube ich, vor den Wahlen keine gute Idee, da irgendeine Initiative zu starten. Vielleicht wäre das auch einfach strategisch sinnvoller, nach den Wahlen da nochmal mit dieser Blockade umzugehen. Das wollte ich einfach nur nochmal hinzugeben in die Diskussion. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also ich stimme Ihnen da völlig zu. Viel wird davon abhängen, wie das Ergebnis auf Landesebene ist. Wenn das Ergebnis auf Landesebene die CDU wieder rauskickt aus der Ministerpräsidentenrolle, dann sieht die Sache schon wieder anders aus. So wie ich die CDU kennengelernt habe, ist sie einfach nicht bereit, in der Migrationspolitik sich zu verändern. Es gibt einige, wie die Frau Süssmuth oder so, die natürlich ganz andere Meinungen hat. Aber die ist schon damals, als sie in der Rot-Grün-Koalition mit Vogel zusammen, Vogel war Stellvertreter, sie war die Leitende dieser Kommission für Einwanderung. Das war ja eine sehr vernünftige und gute Kommission. Und da hat Angela Merkel ihr parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Das muss man sich einfach noch mal ganz klar machen. Also da ist keine Chance, denke ich. Die CDU wird das nicht machen. Die hat eine solche Menge von Wählern, die ganz dagegen sind. Es gibt sicher ein paar, die sind nicht dagegen oder vielleicht sogar einige sind dafür. Aber die große Mehrheit ist dagegen. Und da wird sie sich nicht abbringen lassen. Da muss man in Nordrhein-Westfalen abwarten, ob die Landesregierung sich ändert und dann eventuell Landesprogramme anders werden und sowas. Aber haben Sie denn zur gleichen Zeit Kommunalwahlen jetzt in Nordrhein-Westfalen? Nein, naja, dann ist da wahrscheinlich im Moment, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig viel zu machen. Es sei denn, oder man kann trotzdem mobilisieren. Man kann sagen, dass wir für eine neue Flüchtlingspolitik in der EU mit Hilfe der neuen Bundesregierung
eine Menge mehr machen kann. Wenn die nämlich mehr macht und sie mehr bereit ist aufzunehmen, dann können auch, dann muss man sehen, wie das rechtlich ist, ob sich Nordrhein-Westfalen da sperren kann. Das weiß ich nicht, aber es gibt eben andere Bundesländer, die das dann auch mit Landesprogrammen machen. Das ist dann der wirklich harte, dornige Weg der dicken Bretter, von denen Max Weber immer gesprochen hat, die Politik bedeutet. Gut. Ich gucke jetzt erst noch mal in Richtung Torben. Gibt es noch aus dem Chat oder auch von YouTube-Chat? Im Chat noch einen kleinen Kommentar, den ich auch nicht verschweigen möchte, zum Beitrag von Ahmad Omairat, weil er sich auch gerade noch mal meldet. Da hat Claudio Gnüpek gesagt, Jordanien und einige andere Länder nehmen deutlich mehr Geflüchtete auf als Deutschland, vor allem auch bezogen auf die eigene Bevölkerungszahl. Also wir sind nicht Integrationsweltmeister. Ich denke, so hat Herr Meirat das auch nicht gemeint, aber das war nochmal ein wichtiger kritischer Beitrag, der dann auch in der YouTube-Aufzeichnung nicht fehlen sollte an dieser Stelle. Aber Herr Meirat meldet sich auch gerade mit sich. Ja. Keine Frage, ich bin 1983 in Beirut geboren und nach dem syrischen Krieg hat der Landwirtschaftsminister gesagt, wir hätten für die libanesische Bevölkerung 300.000 Hühnereier gebraucht am Tag. Mittlerweile mit den ankommenden fast 1,5 Millionen syrischen Geflüchteten brauchen wir fast 1,5 Millionen Eier, nur um den täglichen Bedarf zu decken. Ich weiß, dass in der Welt sehr viele Menschen aufgenommen haben, nur in Europa ist das halt so, dass Deutschland da wirklich den größten Teil aufgenommen hat. Und das ist halt immer wieder ein Argument, wenn man dann immer noch EU-Staaten hat, die sich bis heute davor sträuben, Menschen aus dem Nahen Osten oder aus dem Mittleren Osten aufzunehmen, kommt das ein Argument dir entgegen, wenn du in einem politischen Prozess bist. Da möchte ich jetzt auch nicht zu viel Lob an uns selber geben, keine Frage, da hat man mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden, aber die humanitäre Leistung, die Deutschland 2015 erbracht hat, die ist auch nicht irgendwie ein Zuckerschlecken oder so, das wissen wir selber. Das andere Argument, was uns in Essen, deswegen habe ich mich gemeldet, was uns immer entgegengebracht wird, dass die Kommunen im Osten schon 2015, 2016 die Menschen aus dem Nahen Osten mit den Adressen der Ausländerbehörde Essen und mit der Adresse des Sozialamts Essen ausgestattet haben und haben gesagt, geht nach Essen, da wird euch auf jeden Fall besser geholfen als in Bayern oder in Thüringen oder in Sachsen. So, wir haben dann alten Hotspots, weil hier einfach seit über 40 Jahren arabische Infrastruktur ist und die Menschen sich hier in Essen wohler fühlen als vielleicht auf dem Dorf oder im Umland im Osten und haben halt tatsächlich, wenn man das genau nachschaut, in Essen vielleicht mehr Geflüchtete als in ganz Thüringen aus Syrien. So, das sind so die Argumente, die uns entgegenschlagen, dass wir die Quote schon mehrfach erreicht hätten gegenüber anderen Großstädten oder auch anderen Bundesländern. Vielleicht gibt es da auch eine Argumentationshilfe aus anderen Städten, die Sie schon mal gehört haben oder entkräftet haben? Also wir haben ja Zahlen da auch schon zusammengetragen, auch als Seebrücke. Ich glaube aber, es bringt an dieser Stelle jetzt nichts, Ahmed, wenn wir uns da die Zahlen gegenseitig um die Ohren hauen. Tatsache ist, das hast du ja gerade gesagt, die Grünen würden ja durchaus eine solche Initiative unterstützen. Und da verstecken sich aber hinter dem, was die CDU da sagt und wollen aus der Kooperation nicht raus. Das ist ja die Tatsache, die wir hier im Augenblick haben. Und da nützen Zahlen an der Stelle jetzt auch überhaupt nichts, weil Essen hat viele aufgenommen, viele Menschen, aber jetzt auch nicht über die Gebühr in der Form, das können wir so überhaupt nicht sagen. Und Essen lebt ja auch immer noch und hat Kapazitäten, wie wir jetzt sehen, auch noch mehr Leute aufzunehmen, weil auch der Oberbürgermeister hat sich ja sofort bereit erklärt, zusätzlich Leute aus der Ukraine aufzunehmen. Das ist doch gar keine Frage. Ich glaube, das hilft jetzt nicht. So, jetzt würde ich das letzte Mal noch mal an Torben fragen, weil wir uns auch der halb neun Linie, unserem angepeilten Schluss
nähern. Torben noch mal fragen, ob im Chat noch was offen ist und dann auch zum Schlusswort noch mal das zum Schlusswort weitergeben. Chat ist nichts mehr. Wolfgang Frey meldet sich noch. Gabi, du entscheidest, ob die Frage noch zugelassen wird, so kurz vor Schluss. Es wird immer zugelassen, solange wie wir sagen, nein, geht nicht mehr. Ich habe jetzt gerade zur Schlussrunde aufgerufen. Das war jetzt noch knapp innerhalb. Wolfgang. Ist auch nur ein Satz. Also ich will jetzt auch nicht hier groß Zahlen austauschen, aber die Aussage, Ahmed, mit den meisten Flüchtlingen für Deutschland stimmt natürlich im Verhältnis zur Bevölkerung überhaupt nicht. Also 2020 hat Zypern 8.500 Flüchtlinge pro 1 Million Einwohner aufgenommen, Deutschland 1.200, Griechenland 3.500. Also im Verhältnis zur Einwohnerzahl sind natürlich die südeuropäischen Länder viel höher bei den Aufnahmen nach wie vor. Und da ist ja in der EU eigentlich die Kritik sehr berechtigt, dass die südeuropäischen Länder da zum Teil auch hängen gelassen worden sind. Gut, okay. Ja, dann meine Frage an die beiden Gäste, Julia Fellin, Gesine Schwan. Julia, außer unserem Dank, möchten Sie noch etwas sagen? Julia, willst du anfangen? Ich fange gerne an, aber angesichts der Zeit halte ich es kurz. Also ich wünsche mir, dass die Seebrücke Essen weiterhin dranbleibt an diesem Thema und auch weiterhin mobilisiert. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und genau, und ja, freue mich aber auf jeden Fall da auch informiert zu bleiben. Und hoffe, dass sich jetzt wirklich, so wie wir es schon gesagt haben, jetzt mit der neuen Bundesregierung wirklich neue Möglichkeiten ergeben, dass wir ein Stückchen näher rücken unserem Projekt der dezentralisierten europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Ja, also ich schließe mich da an. Man muss manchmal vorarbeiten sozusagen. Die Mobilisierung von Städten und Gemeinden, die Bereitschaft intern zu klären und vielleicht dafür auch die Institutionen zu schaffen, dass man Geflüchtete aufnimmt, das kann man immer machen und man muss auf den Moment warten, wo man auf der nächsten Ebene weiterkommt politisch. Das ist so und jetzt im Moment sind wir auf der Bundesregierungsebene in einer besseren Lage. Man muss dann sehen, wie weit man damit durchkommt. Und so ist das in der Politik. Aber die Vorarbeiten kann man machen, weil ich glaube, dass mehr und mehr eingesehen wird, dass Kommunen ganz generell die Träger von Innovationen sind und nicht die nationalen Regierungen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, spricht mir auch deutlich aus dem Herzen, vielen anderen auch. Prima. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für die Diskussion. Wir haben ja gesehen, es war auch eine lebhafte Diskussion, die wir jetzt geführt haben. Mein Eindruck ist, wir haben auch neuen Mut schöpfen aus der Diskussion und einen neuen Anlauf nehmen. Ich habe es eingangs ja gesagt, wir waren schon ein bisschen frustriert nach dem, was wir so gemacht haben, aber es gibt Ansätze dazu. Ich möchte mich bei allen bedanken, die auch hier an der Diskussion teilgenommen haben, die an der Veranstaltung teilgenommen haben und lade auch ganz herzlich ein, die Seebrücke weiter zu unterstützen. Ihr findet uns auf Facebook, könnt uns da gerne eine Nachricht hinterlassen. Wir treffen uns alle 14 Tage donnerstags, im Augenblick natürlich auch per Zoom, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Jetzt schalten sich auch ein paar Gesichter dazu, das ist schön. Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und uns allen in unserem Anliegen einer humanitären Flüchtlingspolitik viel Erfolg. Vielen Dank. Wir bedanken uns auch ganz herzlich, Claudia und ich. Ja, vielen Dank. Sehr schön bei Ihnen. Vielen Dank. Okay. Alles Gute.